Ich bin Corinna Toledo, Gründerin von Frau Gons Politik und im Vorstand, weil jetzt sind wir vor kurzem einen Verein. Und trotz dieses... Das ist eben halt trotz dieses traurigen Anlasses eben diese gute Nachricht, dass wir ein Verein sind und damit ganz andere Möglichkeiten zu agieren. Der zweite sehr gute Grund eben zu feiern, es ist trotz allem, wie gesagt, es gibt immer mehr Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt, die gegen den Terrorismus, gegen Mädchen und Frauen eben kämpfen und sich dafür einsetzen, dass diese frauenfeindlichen Strukturen beendet werden müssen. Das ist eine gute Nachricht. Als Hauptrednerin, weil sie ja auch so lange kämpft, habe ich schon gesagt, kommt jetzt an dieser Stelle Inge Bell mit einem großen Applaus und mit Dankeschön. Bitte, die Bühne ist deins. Liebe Männer, liebe Frauen, die wir hier versammelt sind, wir sind heute hier, weil in ein paar Tagen der internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen, an Mädchen und Frauen stattfindet, nämlich am 25. November. Und wir sind heute hier, weil die Beseitigung von Gewalt an Frauen und Mädchen bis heute noch nicht passiert ist. Gewalt geschieht Mädchen und Frauen allein deshalb, weil sie weiblich sind. Geschlechtsspezifische Gewalt. Und ich bin heute hier, um mit Ihnen einmal ganz kurz durchzugehen, was in diesen Jahren passiert ist, seitdem dieser 25. November tatsächlich zum Internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen erklärt wurde von den Vereinten Nationen bis heute. Deshalb zunächst ein kleiner Rückblick. 1960, am 25. November, wurden drei Schwestern in der Dominikanischen Republik, die Regimekritikerinnen waren gegen die Diktatur von Trujillo, ermordet von eben jenem Regime. Diese drei Schwestern heißen Schwestern Mirabal, die eine heißt Patria, die andere Minerva und die dritte Maria. Und sie wurden ermordet, weil sie den Mund aufgemacht haben gegen dieses Regime damals. Das war 1960, am 25. November. Knapp 20 Jahre oder über 20 Jahre später, nämlich 1981, haben sich Feministinnen in Südamerika und in der Karibik zusammengetan, um eben jenen 25. November, den Todestag, den Tag der Ermordung dieser drei Schwestern, zu einem Gedenk- und Aktionstag zu erheben. Und 1999 haben es die Vereinten Nationen zu einem internationalen offiziellen Aktions- und Gedenktag erhoben. Diesen Tag, an dem die drei Schwestern Mirabal gewaltsam zu Tode kamen, weil sie sich gewagt haben, gegen ein Regime zu stellen. 1997, also zwei Jahre bevor die Vereinten Nationen den 25.11. zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen deklariert haben, 1997 wurde in Deutschland das Gesetz eingeführt, das Vergewaltigung in der Ehe zum Straftatbestand macht. Also Vergewaltigung in der Ehe. Erst 1997 wurde es zum Straftatbestand in Deutschland. Zuvor herrschte die allgemeine Überzeugung, och, eine Ehefrau kann man doch gar nicht vergewaltigen. Genauso wie auch eine Frau in der Prostitution man nicht vergewaltigen kann. Das gehört einfach zur Job Description dazu. Ich sage das natürlich zynisch, das wisst ihr. Also 1997, das Gesetz gegen Vergewaltigung in der Ehe wird beschlossen. Dem zuvor sind 20 Jahre harter Kampf vorausgegangen. Schenkelklopfende Abgeordnete im Bundestag, die sich lustig gemacht haben darüber, dass man eine Frau in der Ehe vergewaltigen kann und die dagegen gestimmt haben. Noch 1997, und das hat sehr aktuellen Bezug, 1997 hat übrigens auch Friedrich Merz, der jetzt für den CDU-Vorsitz kandidiert, gegen dieses Gesetz gestimmt. Ja? Gegen das Gesetz gegen Vergewaltigung in der Ehe. Also, 1997, Vergewaltigung in der Ehe wird strafbar. 2002, in Deutschland wird das Gewaltschutzgesetz eingeführt. Häusliche Gewalt wird zum Straftatbestand. 2002 das Gewaltschutzgesetz, damit Frauen, auch die zu Hause Opfer von häuslicher Gewalt werden, etwas in der Hand haben, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt, dass sie Schutzmöglichkeiten haben, dass sie Strafverfolgungsmöglichkeiten gegenüber dem Täter haben. So, und jetzt Achtung, ich gucke zu uns in die Runde und ich gucke auch hier zu den anderen Flanierern hier, den Spaziergängern hier im Stadtzentrum von München. Jede dritte Frau wird Opfer von häuslicher oder sexualisierter Gewalt.
Jede dritte oder vierte Frau in Deutschland und der Europäischen Union ist einmal in ihrem Leben Opfer von häuslicher oder sexualisierter Gewalt geworden. Und wir haben auch hier unter uns Frauen oder auch Mädchen, die als Mädchen sexualisierte Gewalt erfahren mussten. Frauen, die in der Ehe, in der Partnerschaft sexualisierte oder häusliche Gewalt erfahren mussten. 2006 tritt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft in Deutschland. Naja, was ist denn das jetzt? Was hat das denn jetzt mit Frauenrechten zu tun? Sehr, sehr viel. Denn ja klar, in unserem Grundgesetz ist die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen festgeschrieben. Ja? Artikel 3 des Grundgesetzes, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber das gilt ja nur für das Verhältnis zum Staat. Grundgesetz ist, regelt das Verhältnis Bürger-Staat. Während das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz das Verhältnis der Bürger untereinander regelt, der Bürgerinnen und Bürger. Das heißt also, auch wenn eine Frau Benachteiligung erfährt aufgrund ihres Geschlechts beim Abschluss von Verträgen in der Arbeitswelt oder generell in der Gesellschaft, dann kann sie aufgrund des AGGs, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, klagen. Ihr Lieben, es ist erst 10 Jahre her, das Gesetz gegen Zwangsverheiratung. 2011 wird Zwangsverheiratung zum Straftatbestand. Und wir wissen, dass Zwangsverheiratung viele Menschen in unserer Gesellschaft trifft. Nicht nur, aber vor allem diejenigen in migrantischen Communities oder sehr streng patriarchalen, fundamentalistischen Communities, in denen es eben üblich ist, dass ein Mädchen schon sehr früh verheiratet wird, damit ihre vermeintliche Ehre geschützt ist, damit sie der Familie keine Schande macht, damit sie gut unter die Haube kommt. 2013 das Gesetz gegen Genitalverstümmelung. Mädchen, die an ihren Genitalien verstümmelt werden, weil damit, und wir haben hier glaube ich auch einen sehr guten Spruch hier in der Menge, weil damit die Männer denken, sie haben die Kontrolle über den Körper und die Sexualität der Mädchen. Dieses Gesetz ist erst seit 2013, es stellt Genitalverstümmelung unter Strafe. Und Achtung, es sind nicht wenige Mädchen und Frauen in Deutschland, die davon betroffen sind. Wir von Terre des Femmes, Deutschlands größter Frauenrechtsorganisation, ich bin die stellvertretende Vorstandsvorsitzende dieser Organisation, wir von Terre des Femmes machen regelmäßig jedes Jahr eine Dunkelzifferstudie. Wir schauen, wie viele Frauen leben eigentlich hier in Deutschland, die von Genitalverstümmelung betroffen sind, weil sie aus den Communities kommen, aus den Ländern, in denen das bis heute noch praktiziert wird. 2016, das Jahr, in dem es eine Sexualstrafrechtsreform in Deutschland gibt. Nein heißt Nein, heißt hier das große Motto. Die Sexualstrafrechtsreform wird verstärkt, damit endlich mal diesem unsäglichen Missstand Genüge getan wird, dass so wenig Vergewaltigungen wirklich strafverfolgt werden. Wenig Vergewaltigungen werden angezeigt und noch weniger werden überhaupt verurteilt. Die Opfer schweigen meistens aus Angst vor Bloßstellung, aus Angst davor, dass es überhaupt keine Gerechtigkeit gibt für sie, aus Scham. Sie schweigen aus Scham und Angst, zeigen nicht an. Und selbst wenn sie angezeigt werden, dann ist die Justiz sehr oft täterfreundlich. Und ihr wisst selbst, wie schwierig es ist, eine Gewalttat zu bezeugen, wenn nur zwei Menschen im Raum sind oder in einem Bett oder in einem dunklen Busch oder auf einer Schultoilette. Ja? Und diese Sexualstrafrechtsreform war nötig, aber sie ist noch nicht wirklich wirksam. Denn es ist immer noch so, dass die meisten Vergewaltigungen, 98%, nicht angezeigt werden und somit auch nicht strafverfolgt werden. 2017, vor 4 Jahren, ist das Gesetz gegen Kinder- und Frühverheiratung in Kraft getreten oder beschlossen worden. Und auch das trägt dem Missstand Genüge, dass eben tatsächlich Mädchen früh verheiratet werden, auch gerade aus Communities, aus migrantischen Communities, um zum Beispiel auch Männer nachholen zu können im Zuge des Familiennachzugs. Oder aber, dass Frauen hierher kommen, junge Mädchen hierher kommen, die schon verheiratet sind, als Kinder verheiratet wurden, zwangsverheiratet wurden. Und hier werden dann eben dann auch Ehen geschieden, so dass Mädchen und Frauen so leben können, wie es ihnen zusteht, gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei. Jedes siebte Kind hat online Kontakt zu Sextätern. Jedes siebte Kind, das heute im Internet ganz normal ist, wird Opfer von Cyber-Grooming, das heißt von sexualisierten Tätern, die sich dran machen. Es sind meistens Mädchen, die es trifft, aber nicht nur, es sind auch Jungs. Und jedes siebte Kind, guckt euch an, ihr habt alle Kinder oder Enkel. Und die Menschen, die hier herumgehen, haben Kinder und Enkel. Jedes siebte Kind kommt online in Kontakt mit Sextätern. Etwas, was uns noch ganz nah ranbringt, weil wir kennen alle
möglicherweise Opfer von häuslicher und sexualisierter Gewalt. Corinna hatte es vorher gesagt, das Thema Femizid. Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine Frau umzubringen. Und jeden dritten Tag gelingt es. Und zwar deshalb, diese Partnerschaftsgewalt, dieser sogenannte Femizid, also das Ermorden einer Frau nur deshalb, weil sie weiblich ist. Das ist in Deutschland noch nicht als Straftatbestand anerkannt. Auch hierfür setzen wir uns ein und müssen wir uns einsetzen, dass das passiert. Denn der Mord an Frauen, weil sie weiblich sind oder Mädchen, geschieht eben deshalb, weil sie sich nicht unterordnen, weil sie den Mund aufmachen, weil sie sich nicht mehr unterdrücken lassen wollen und weil Männer in der Partnerschaft offenbar keinen anderen Ausweg finden, als das, was ihnen eigentlich mal am liebsten war, was sie mal geliebt haben, umzubringen, damit sie keinem anderen Mann gehört oder nicht frei ist. Und deshalb sage ich, ihr Lieben, bitte bleibt dran, seid mutig, denn Mut ist stärker. Danke. Valentina Fazio und ich gehöre auch zum Frau Kunst und Politik. Ich bin auch eine der Personen, die dieses Verein gegründet hat. Und heute möchte ich für euch ein Lied singen, was im 1988 geschrieben worden ist von Tracy Chapman. Also das ist 34 Jahre her. Das Lied spricht über die Gewalt, dass wir hinter den Wänden unserer Häuser hören, was auf der anderen Seite dieser Wände stattfindet, in anderen Familien, Häusern, in anderen Ländern. Über die Realität, dass viele Frauen nicht vom Gesetz, von der Gesellschaft, von den Behörden gestützt werden. Das Lied hat tatsächlich keine Musik. Es ist nur Stimme. Und die Frauen zu vertreten, die keine Stimme haben. Last night I heard the screaming, loud voices behind the walls. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come. At all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the walls. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich darf auch ganz kurz zu meiner Person. Ich bin auch bei den kurdischen Frauen aktiv, aber auch bei Frau Kunstpolitik und habe mich sehr gefreut, als Corinna mich gefragt hat. Und Dankeschön auch, dass Sie hier sind. Dann werde ich jetzt mal loslegen. Liebe Frauen, liebe Freundinnen, liebe Männer und liebe alle. Am 25. November findet weltweit Aktivität zum internationalen Kampftag gegen Gewalt an Frauen statt. In Europa organisieren sich die kurdische Frauenbewegung Aktionen unter dem Motto: Es ist Zeit, die freie Frau und die Gesellschaft gegen den Femizid zu verteidigen. Wir erheben unsere Stimme gegen Frauenmorde, häusliche Gewalt, Zwangsheirat,
Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch, Beschneidung von Frauen, Frauenarmut und Diskriminierung. Gewalt gegen Frauen ist kein Schicksal. Gewalt gegen Frauen ist ein fester Bestandteil des patriarchalen kapitalistischen Systems. Das System des kapitalistischen Moderne übt bewusst Gewalt gegen Frauen auf der ganzen Welt aus. Der Freiheitskampf gegen dieses System, angeführt im Nahen Osten, hat Frauen auf der ganzen Welt inspiriert. Der Kampf der kurdischen Frauen und des kurdischen Volkes hat bewiesen, dass die Völker des Mittleren Osten eine demokratische Nation durch das alternative Gesellschaftsmodell des demokratischen Konföderalismus ausrufen, sowie Frauen- und Menschenrechte in der Region stabilisieren konnten. Diese Realität wurde mit Rojava-Revolution 2014 konkret. Als der sogenannte IS das jesidische Volk angriff, zielten sie besonders auf jesidische Frauen ab, verkauften sie anschließend auf Sklavenmärkten. Ebenso finden in Afrin eine von Dschihadisten besetzte Stadt in Nordsyrien vor den Augen der Weltöffentlichkeit Femizide statt. Jeden Tag werden neue Femizide, Massaker, Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe und Verschleppungen gemeldet. Doch nicht nur in Nordsyrien, auch in den kurdischen Provinzen in der Türkei verübt der türkische Staat unter Diktator Erdogan Gräueltaten an Frauen aus. Auch der Austritt aus der Istanbul-Konvention über Nacht ist erneut ein Abbild dieser frauenverächtenden Politik seitens der Türkei. Dieser Schritt ist das Ergebnis der Angst der widerständigen und sich zunehmend sozialisierenden Frau, die die Hauptdynamik des sozialen Wandels ist. Wie in vielen Teilen der Welt wird auch in Europa häusliche Gewalt, Gewalt am Arbeitsplatz und auf der Straße zum Alltag verübt. Denn Gewalt gegen Frauen wird weltweit vergesellschaftlicht. Wenn alle 7 Minuten eine Frau Gewalt ausgesetzt wird, muss gesagt werden, dass die Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen heute systematisch und ideologisch in unserem System verankert ist. Wir als kurdische Frauenbewegung in Europa haben ein historisches Erbe. Denn wir sind die Nachfolgerinnen von Rosa Luxemburg, die sich im deutschen Faschismus widersetzte. Wir sind Nachfolgerinnen von Sakine, die mit ihrem Kampf unter schwierigen Bedingungen Geschichte schrieb und in Paris am 9. Januar 2013 ermordet wurde. Genau deshalb haben wir unsere Kraft aus dem ehrbaren Erbe der Frauenwiderstand gezogen, als wir diesen Kampf begonnen haben. Wir haben durch die Tradition unseres Kampfes gelernt, dass der Frauenbefreiungskampf nicht mit Massakern, Gewalt, Verhaftung oder Repressionen unterdrückt werden kann. Aus diesem Grund sind wir es uns selbst schuldig, das von ihnen geschaffene Erbe zu schützen und zu einem Erfolg zu bringen. In diesem Sinne, es ist Zeit, die freie Frau und die Gesellschaft gegen den Femizid zu verteidigen. Jin Jian Azadi, Frau, Leben, Freiheit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Azadi! Jin Jian Azadi!
Afrika ist der Kontinent mit der höchsten Rate an Frauenmorden, gefolgt von Amerika. Im Jahr 2020 wurden in Mexiko 969 Frauenmorde registriert, mehr als 2 pro Tag. 630 in Kolumbien zu den Fällen gehören Fällung, Verbrennung, sexueller Missbrauch, Folter und Verstümmelung. In Argentinien sind es 295, eine alle 29 Stunden. 1350 in Brasilien überwiegende Todesfälle im häuslichen Bereich mit Messern, Schlägen und anderen extrem grausamen Aggressionen. 256 in Venezuela. 43 chilenische Frauen sind im Jahr 2020 durch häusliche Gewalt gestorben. 132 in Peru. 102 in Frankreich. 91 in Italien. 45 in Spanien. 17 Frauen in Uruguay. 168 in Deutschland. Zuerst muss ich Frauenkunstpolitik Danke sagen für die Einladung. Seit mehr als 30 Jahren gehen wir Frauen anlässlich des 25. November gemeinsam auf die Straße, um ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu fordern. Und auch wir von Juna Menos Munich kämpfen heute mit euch Seite an Seite für unsere Rechte und unsere Sicherheit. Gewalt ist für uns Frauen alltäglich, egal ob an der Arbeit, an der Schule oder Uni, zu Hause, auf der Straße und im kompletten öffentlichen Raum. Wir sind einer ständigen Gefahr ausgesetzt, Gewalt zu erfahren, vor der wir uns nicht schützen können und mit dem Wissen, dass der Täter in den meisten Fällen ohne Konsequenz davon kommt. Sprechen wir über unsere Gewalterfahrungen, wird uns oft nicht geglaubt, wird uns die Schuld, dass das vor das Geschehene gegeben und wir werden von anderen verurteilt. Diese Täteropferumkehr muss aufhören, denn egal wie viel Uhr es war, egal was ich anhatte, egal wie viel ich getrunken hatte, es war nicht meine Schuld, der Gewalt gehört. Gewalt gab mich und bleibst du. Doch das ist nicht alles. Wir Frauen erleben Gewalt in verschiedenen Formen, denn das Patriarchat gekoppelt mit unserer kapitalistischen Gesellschaft ermöglichen eine strukturelle Unterdrückung der Frauen. Wir erleben wirtschaftliche Gewalt, wenn unsere Partner uns beispielsweise verbieten zu arbeiten, uns den Zugang zu einem Bankkonto verweigern oder unsere Ausgaben kontrollieren. Wir erleben berufliche Gewalt, wenn uns zum Beispiel aufgrund unseres Geschlechts bewusst Positionen vergeigert werden und wir weiterhin weniger als unsere männlichen Kollegen verdienen. Wir erleben psychische Gewalt, indem wir bewusst eingeschüchtert und erniedrigt werden. Wir sind symbolische Gewalt ausgesetzt, indem sexistische Stereotypen und Diskriminierung normalisiert werden und so weiter die Unterordnung der Frau in der Gesellschaft gefordert wird. Wir sind institutionelle Gewalt ausgesetzt, wenn
behördliche Stellen wie die Polizei oder die Justiz unsere Gewalterfahrungen in Frage stellen. Und natürlich erleben wir immer und immer wieder psychische und sexuelle Gewalt, denn im Patriarchat werden wir weiterhin objektifiziert und als männliches Eigentum gewertet. Mit dem Mann machen kann, was man will. Und all diese Formen von Gewalt vervielfachen sich noch mehr als Frau mit Migrationserfahrung. Die strengste Erscheinungsform der Gewalt gegen Frauen ist der Femizid. Femizid ist, wenn ein Mädchen oder eine Frau getötet wird, einzig und alleine, weil sie eine Frau ist. Tag für Tag finden auf der ganzen Welt Femizid statt. Allein in Lateinamerika gab es letztes Jahr 5.500 Femizid. Und durch Faktoren wie Corona und der verschiedenen Lockdowns steigen die Zahlen dramatisch an. Und das ist nur ein Beispiel von vielen weltweit. Es zeigt sich immer wieder, dass eine einzige ökonomische Krise ausreicht, um Frauen wieder in die prekärste Situation in der Gesellschaft zu bringen. Femizid haben sich für uns Frauen in eine zweite Pandemie entwickelt, die im Schatten der Öffentlichkeit stattfindet und gegen die es keine Impfung gibt. Hier in Deutschland sind die Zahlen erschreckend. Jeden Tag versucht hier ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen. Und jeden dritten Tag ist er erfolgreich. Die Dunkelziffer ist hierbei hoch, denn in Deutschland ist Gewalt gegen Frauen zwar omnipräsent, aber gesellschaftlich nicht thematisiert. Sowohl Politik, Justiz, der Staat und die Öffentlichkeit ignorieren, legitimieren und reden diese Thematik klein. Medien sprechen beispielsweise von Beziehungsdramen, Familienstreitigkeiten oder Eifersuchtstragödien und stellen die strukturelle Tötung von Frauen als Einzelzahle dar. Nein, es sind keine Einzelfälle und wir fordern die klare Nennung der Tatsachen. Es heißt nicht Beziehungsdrama, es heißt Femizid. Wir sind heute leider nicht vollständig. Uns fehlen all die Frauen, die getötet wurden. Mit Schmerz in unserem Herzen gedenken wir ihnen heute und fordern ein sofortiges Ende der patriarchalen Strukturen, die diese Gewalt gegen Frauen und Mädchen ermöglichen. Heute sind wir viele und unsere Wut ist riesig. Das Schweigen ist gebrochen und wir werden nicht müde, so lange zu schreien und gemeinsam zu kämpfen, bis jede Frau hier in München, in Deutschland und auf der ganzen Welt sicher ist. Denn ich bin nicht als Frau geboren, um deswegen zu sterben. Wir wollen uns lebendig. Nos queremos vivas, ni una menos. Viva nos queremos, ni una menos. Viva nos queremos, ni una menos. Viva nos queremos. Wir haben uns schon lange überlegt, Feminismus, Gewalt, Femizid, häusliche Gewalt geht uns nicht nur uns Frauen an, sondern auch Männer. Und wir haben angefangen, Männer anzusprechen und zu sagen, hast du dir die Frage eben gestellt, was geht dich Gewalt an gegen Mädchen und Frauen? Du bist von einer Frau geboren worden, vielleicht hast du eine Schwester, eine Frau, eine Tochter, eine Nachbarin, eine Geliebte, wie auch immer.
Und jetzt haben wir einen jungen Studenten in Afghanistan und ihm diese Frage gestellt, dass er uns Antworten gibt aus seiner Perspektive. Was heißt, was geht ihm Gewalt an? Und ich bitte Sadat hier und sage ich erstmal vielen Dank, dass er sich dann Gedanken gemacht hat und uns erklärt, was geht Gewalt gegen Mädchen und Frau, einen jungen Mann an. Danke schön, Corinna, für die Vorstellung. Danke an alle, die hier sind. Ich freue mich, dass heute hier so viele Leute sind und so viele Frauen, die selbstbewusst und aktiv sind für das Frauenrechte hier und weltweit kämpfen. Aber ich bin auch traurig, weil wir im Jahr 2021 dafür kämpfen müssen. Eigentlich, es darf nicht jetzt in heutiger Zeit einen Unterschied zwischen Frauen und Männern geben. Frauen und Männer, das sind zwei Begriffe. Aber wir sind alle Menschen und gleich. Die Frage wird an mich gestellt, was ich denke als eine männliche Perspektive Gewalt an Frauen. Das ist eine berechtigte Frage. Das frage ich mich auch. Und an allen Männer. Wie wäre es, wenn wir unser Lebenspartner nicht bestimmen konnten, nicht durften? Wie wäre es, wenn wir allein nicht spazieren gehen konnten aus Angst und vielen anderen Sachen, die von Männern und Frauen durch Gewalt gemacht wird und in ihrem privaten Leben kontrolliert wird? Aus meiner Sicht darf nicht und gibt es keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Weil die Frauen sind Mutter, Schwester und Geliebten. Hass und Gewalt wird gelernt. Und so kann man auch lieben lernen. Und so kann man auch lernen, diesen Unterschied zwischen Frauen und Männern, was heutzutage als normal gesehen wird, umgeändert wird und was sich eingebürgert hat, das System sich kann auch ändern, wenn wir Männer mit Frauen zusammen anfangen, das zu ändern. Zuletzt sage ich, diesen Sache, was hier gemacht worden ist, bitte nehmt mit und sagt weiter, lasst das nicht hier. Und das soll das System ändern. Diesen Gewalt und Unterschied, was als normal gesehen wird, das soll sich ändern, weil das war nicht so. Das wurde irgendwann gemacht und jetzt ist Zeit, dass wir es ändern. Ich wünsche euch einen schönen Abend und danke nochmal, dass ich hier reden durfte. Cada semana nos roban amigas, nos roban.
haben heute schon viel gehört über die Gewalt an Frauen. Zahlen, Daten und Fakten, die uns alle erschüttern. Wir sind mit dieser Gewalt auf der Welt konfrontiert. Aber wir kämpfen auch gemeinsam auf dieser Welt um ein Leben frei von Unterdrückung, frei von Ausbeutung, frei von Gewalt. In Mexiko gingen Tausende gegen gezielte Frauenmorde auf die Straße. In Polen lassen sich die Frauen die Verschärfung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch gar nicht gefallen. Sie gehen sofort auf die Straße, gingen sofort auf die Straße, als vor zwei Wochen eine Frau zu Tode kam wegen dieses unsäglichen Gesetzes. Die Frauen in Afghanistan, wir haben es gerade gehört, die zeigen bewundernswerten Mut gegen ihre Unterdrückung durch die Taliban. In der Türkei protestieren Frauen gegen den Ausstieg der Türkei aus der Istanbul-Konvention, der ja zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt eingerichtet worden ist. Und übrigens, da können wir, in Deutschland hat es ja unterschrieben, aber da müssen wir unsere Regierung schon noch etwas unter Druck setzen, dass sie da auch wirklich gegen die Femizide vorgeht. Weil auch in Deutschland wächst ja das Bewusstsein von jungen Frauen und auch älteren Frauen gegen Sexismus und Gewalt aktiv zu werden. Besonders junge Frauen rebellieren gerade für ein selbstbestimmtes Leben. In vielen Ländern leisteten Frauen und Mädchen Widerstand gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und sind von massiver Repression bedroht. Millionen setzten in Argentinien ein fortschrittliches Gesetz zum sicheren Schwangerschaftsabbruch durch. Und hier in München haben wir gerade einen Brennpunkt. Männer und Frauen aus Sierra Leone kämpfen um ihren sicheren Aufenthalt. Und das wäre ja in einem so reichen Land wie hier oder einer so reichen Stadt wie München überhaupt gar kein Problem. Wir Frauen auf der ganzen Welt, wir müssen da zusammenstehen und uns gemeinsam wehren gegen patriarchale Verhältnisse, gegen imperialistische Unterdrückung und für ein Leben ohne Gewalt, für ein Leben ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Vielen Dank. Danke dir, Brigitte. Und jetzt verabschieden wir uns wieder mit unserer Trommelgruppe, damit wir ein bisschen wärmer werden und tanzen alle. Und zum nächsten Mal im März, 8. März. Dankeschön. Ja.